Es funktioniert nicht. Genug Trick. Ich bin. Es funktioniert nicht. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, es funktioniert nicht. Ups. Chaos auf Deponia Dummy. Chaos auf Deponia Dummy Bug Minigame, sagst du? Englische Version, Chaos Deponia, Training Dummy Minigame, just didn't work perfectly. Skip the minigame, I press it in my firehouse different. Ja, der Bug ist anscheinend bekannt, dass es nicht funktioniert, sagst du? Ja. Seite 8 von 15. Garmin, Krähennester, Flugelschnabel, Wasserschnabeltier, Zebrafisch, nein. Nein. Gedichtlady, Betrug des Vaters, nein. Vergangenheit wird Zukunft, Goal verrät, naja, auch scheiße, schon spoilermäßig. Neuen Ziele. Muss zurück, nein, okay. Das ist keine gute Lösung, irgendein, The Training Dummy on the Arena, ja genau. Sagst du? Ups. Gold Attack is will be stronger because Rufus yeah, I mean you use to upgrade the power. You will be a sequence of speed if 7 head towards the right leg. Ja, das ist ein Bug tatsächlich. Und was wir machen wollen, ist mal kurz speichern hier. Ich werde das Spiel neu starten und dann komme ich wieder zurück. Bis gleich. Mal probieren, ob es klappt. Hallo, da sind wir zurück. Wir laden den Spielstand. Nein. Wir drücken einfach weiterspielen. Jetzt gucken wir noch einmal, ob das klappt. Wenn nicht, ist es wirklich ein Bug und wir müssen es leider überspringen. Okay, irgendwie funktioniert da nichts. Dem habe ich's gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Das ist ärgerlich. Bye.
Nee. Ich werde ja immer besser. Die Anzeige geht auch nicht runter, das sieht man dran schon. Es funktioniert nicht. Ich werde immer... Ich werde immer... Ich frage mich, ob wir die jetzt schon besiegen könnten. So, das muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Ja. Kennen wir schon? Blöd, dass das Minigame nicht funktioniert hat. Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt, ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Ja. Und somit bleibt nur noch eine Goal, nämlich die Bubby Goal. Dazu müssen wir 2,5 Sachen erledigen. Huch, da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Ja. Hm? Oh, wie schön. Sagst du eigentlich was Neues? Nee. Warte. Ausschlag. Was gibt es hier? Achso, warte mal, den können wir ja gar nicht mehr. So, was haben wir hier alles noch? Wir haben noch Noten. Tote Taubentango. Haben wir da. Zucker haben wir da. Wieso haben wir das noch da?
Weil von wegen dieser ist nicht da und so. Also, jetzt gibt es Probleme. Nochmal. Wie kommen wir an den Handschuh dran? Das Problem ist ja hier. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Ich weiß. Ausschlag. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Ja. Vielleicht willst du ja eine Note ich kaufen. Ich schmeiße nie etwas weg, das ist... Okay. Mal Werkstatt. Drücken wir uns überall mal um. Okay, hier ist nichts Neues. Hier ist... Oh. Ach so. Ich weiß nicht. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal. Was rede ich denn da? Lol. Hallo. Rufus ist wieder da. Verdammt. Irgendwie hören die mich gar nicht. Oh oh. Oh oh. Irgendwie habe ich keine Ahnung. Ja, ich ja nicht. Nein. Marktplatz, einzige Richtung, die ich noch gehen kann. Moment. Genau. Ist diese hier. Bene, Bene. Alter Schwede. Da unten ist auch nichts, ne? Natürlich. Warum sollte hier auch was sein? Ah, die Scheiße schon wieder an. Achso. Reden wir doch nochmal mit dem Lümmel hier. Entschuldigung. Du schon. Ja. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Alles. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich und dumm. Haha, gefährlich ist mein zweiter Vorname. Und dumm mein, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde Moment. Ja, genau. So fühle ich mich auch. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Also ich habe auch gesehen, dass man nicht unbedingt in der Reihenfolge die Leute retten muss, in dem Sinn, also überzeugen muss. Man kann sie auch willkürlich
Man kann auch zum Beispiel die Baby zuerst retten. Aber ich habe nicht geguckt, wie. Ist vielleicht auch besser so. Aber mir gehen mal wieder die Ideen aus. Was ist das? Moment, Moment, was für Lieder gab's? Was habe ich denn dabei? Ach so, ja, von wegen Lieder. Na gut. Ich mach mal kurz eine Aufnahmepause und geh mal kurz aufs Klo. Oh, der ist böse. Ja, kurze Pinkelpause würde ich behaupten. Also bis gleich, Leute. Hallo. Es geht weiter. Ja, ich habe herausgefunden, es gibt Schnellspeichern, also mit F9 habe ich mal ganz gekonnt Fraps auch gleichzeitig umprogrammiert auf F8 und mit F10 kann man schnell laden. Alter. Also, das Einzige, was noch übrig bleibt, ich habe mir mal gleich in meiner Pinkelpause überlegt, bleibt dieses hier. So. Alter Schwede. Also das haben wir schon runtergeholt. Socken brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir das mal mit. Und das mal mit. Herzlich willkommen. Muss man weg. Also. Die Brille ist kaputt. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt. Eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Sagst du? Goal wäre garantiert hin und weg. Warum leckt das gerade? Was war das? Eine sehr gute Zahl. Wie jetzt? Ich dachte, dass... Sie können die Ware gratis... Und woher weiß ich dann, dass sie unter freiem Himmel auch funktioniert? Wenn Sie unzufrieden mit Ihrem Produkt sind, gibt es eine zweimonatige Rückgabegarantie. Und dann bekomme ich auch meine Organe zurück? Das nicht. Aber dafür bekommen Sie einen Gutschein in Höhe des vollen Kaufpreises. Klingt fair, aber da muss doch irgendwo ein Haken sein. Ja, ich kann euch nicht verarschen, nicht mal abgucken kann ich, ey. Aber ich muss ganz normal in Fraps gucken, ob auf F8 tatsächlich nichts belegt ist, weil... 8, 11, weil ich hatte gerade wieder diese Frame-Einbrüche. Also ich kann nicht mal nachgucken, ja. Sonnenbrille wirklich unzerstörbar ist, legt sie in den Schredder, die Sonnenbrille zeigt dem E-Shop Pomat. Doch er ist weiterhin der Meinung, dass die Sonnenbrille in Ordnung ist. Rufe meint, eine Erkenntnis schaden könnte. Da war doch eine Gurke von Erkenntnis vom da war doch noch die Gurke der Erkenntnis vom Apotheker. Nimmt
Erzähl mir nicht, dass ich die Gurke nicht hab. Was? Ich würde... Was soll's? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gulli... Für mich erstmal gar... Jeder das. Ja. Genau, wie kriegen wir nochmal Gulli... Oh, ey, ich bin so scheiße. Weiß ich heute noch, ist so rum. Ach du Kacke. Ich kann nicht mal abgucken, sagst du, ne? Krawallgol in Anspruch fährt, Krawallgol. Babygol überzeugen, ich habe den Plan. Also ich brauche die Gurke. Ich brauche die Gurke aus der Toilette, damit ich an das Medaillon komme. Einen Moment. Ich brauche die Gurke aus dem, damit ich an das Medaillon komme. Warte mal. Ich was soll? Also ich brauche hier die Gurke, damit ich an das Medaillon komme. Aber um an den Coupon zu kommen, brauche ich das Medaillon, um in die Toilette zu kommen. Wir sehen uns. Sprich nur. Ach, Moment. Ich habe hier ein Rezept von meinem Arzt. Er hat mir leckere Superdroren mit coolen Nebenwirkungen verschrieben. Darf ich mal tasten? Das ist kein Rezept. Es ist nicht in Blindenschrift geschrieben. Wie soll ich denn so wissen, welches überteuerte Markenplacebo ich Ihnen unterjubeln soll? Ich kann ihn immer noch beerdigen, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Aber das dauert noch. Bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Meine Sachen, aber es ist ja nicht... Ich bleibe lieber... Okay, was gab's da nochmal für Lieder? Kann man eigentlich raustappen, während der weiterläuft? Nein, natürlich nicht. Ich würde gerne nach einer anderen Lösung gucken, weil die ist irgendwie nur halb fertig.
Ah, meine Güte. Ach so. Und jetzt? Jemand sollte dem... Nein, ja, ja. Ich habe hier... Das... Es ist... Ich habe hier... Er hat mir leckeres... Da... Das ist... Es ist nicht... Wie soll ich denn... Alter! Mein kleiner Poldi, er braucht dringend verschreibungspflichtige Medikamente? Darf ich mal... Oh je, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich muss Ihrem Poldi umgehend in Quarantäne stecken und die Seuchenschutzbehörde alarmieren. Kommt ja gar nicht in Frage. Poldi bleibt bei mir. Ich will mein Poldi auch gar nicht hergeben. Haben Sie zufällig Interesse an überteuertem medizinischen... Achso. Was ist Schlepp... mein Assi... Hallo? Nein. Aber mega schlau. Ich kann ihn immer noch aber das... Ich frag mich, habt ihr eine Idee? Ohne Witz. Ohne Witz. Erstens, was ist das rechts für ein heller Streifen? Und zweitens... Moment, wie war das Apotheker, nicht? Apotheker. Apotheker. Ja, klar. Ja, Apotheker, ja, was bringt mir der? Was bringt mir der? Was bringt mir der? Hä, Klopapier? Moment. Klopapier. So. Ja. Interessant. Das ist interessant. Ist das interessant? Oh. Klopapier, sagst du? Also es gibt nur einen Ort, wo wir das finden können.
Nämlich zu Hause. Ich gehe mal kurz welches holen. Was sagst du? Irgendwie ist hier nix. Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier aus... An deiner Stelle würde ich... Na dann... Nein. Tut mir leid, als würde ich nicht hören. Toilettenpapier. Wo kriegen wir das Klopapier her, verdammt? Verschlossen. Da ist er nix, da ist er nix, da ist er nix. Mahlzeit. Moment, Moment, bei Papa ist nix. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Es kann ja nicht mehr sein, als dass da nichts ist. Klopapier, sagt er. Nein, ich bin besser als die. Ich kann. Ja, nein, okay. Alter Schwede. Hoppala. Die Musik ist geil, aber Klopapier nervt. Klopapier. Wäre Vater noch da, hätten wir schreiben können, ich brauche Klopapier. Ja. Kann ich aber nicht. Stattdessen gehen wir nochmal da runter und ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Echt. Raus und Typ. Zum Klopapier. Alter Schwede. Ist da echt nichts mehr? Sie ist leer, wenn man mal... Ja. Ja, jetzt war ich überall. Ich hab mega keine Ahnung, Leute. Wir brauchen Klopapier. Und das kriegt man eigentlich schon vor? Bevor sich Rufus Freiflug gemacht hat, schmeckt ohne den Bein und wieder zurück nach Hause. Ah, Gärtner, Hake geholt. Einmal versucht und aufzuheben, Start. Lösung, rechte Erdmännchen schaut.
Ich habe mich gerade verlesen. Die Lösung ist recht ein. Die wandelt mit L-förmig durch die Löcher. Mit Hilfe von zwei Rupier, das ist noch eine übrig. Wenn die Erdmännchen fallen, haben wir einen Marktplatz zum Abholen. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich Toilettenpapier herkriege. Ach ja. Liebe Leute, wir machen noch eine kleine Aufnahmepause. Glaube ich. Ich werde mich erkundigen, wo wir dieses... Ich hätte so eine Idee. Meine Sachen sind auch so schön. Ich muss sie nicht noch extra. Noch eine Idee? Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Rufus. Ich will nicht, dass es noch. Es kleben. Ja. Alles klar. Nein, dann werde ich mich kurz erkundigen müssen, wo ich dieses verdammte Toilettenpapier bekomme. Wobei ich fast schon sicher bin, dass ich das... Moment, wir gucken nochmal hier rein. Ich würde diesen Schredder aber zu dumm, aber so ist nur... Ja, haben wir schon gehört? Nein, er ist da, nehme ich zumindest... Das kann man nicht. Und hier ist ja auch nichts. Na gut, was soll's. Der Song war sowieso scheiße. Oh. Oh. Kann ich das jetzt mit allem machen? Achso, ich kann ja wieder. Nehme ich 2,5 tote Tauben mit. Und jetzt leise. Hab's. Lol. Na gut. Was soll's? Der Song war sowieso scheiße. Ist er weg? Und jetzt leise? Hä? Ups. Und jetzt leise?
ist der nicht zerstörbar und noch für etwas Nütze, also muss es ich ja ich schmeiße irgendwie nie etwas weg, das... Ja, ja, Gibt's hier nicht irgendwo Wasser? Oh, ja, stimmt. Ah, gibt's hier nicht irgendwo Wasser? Ich dumme Stück Kacke. Natürlich gibt's hier Wasser. Und wenn das nicht hilft, dann mache ich wirklich die Aufnahmepause. Kurze. Und wir gucken uns das mal an. Oh. Ich komme darauf zurück, wenn ich... Gut, hat nicht geholfen. Ein wenig mehr. Wenn du nicht. Meck. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um Rechtschreib. Wofür hat Daedalic diese sexy Lektorin engagiert? Ich habe jetzt keine Zeit, mich um Rechtschreibfehler zu kümmern. Wofür hat Daedalic diese sexy Lektorin engagiert? Also wird's nicht Daedalic, sondern Daedalic gesprochen. Okay, scheiße. Hoppala. Also wir speichern jetzt nochmal. Ich habe extra mittleren Speicherstand angelegt. Ich habe das mal gelassen. Speichern. Jupp. Vielleicht ist es wieder so ein Bug oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mich mal kurz nochmal erkundigen. Vielleicht habe ich einmal irgendwas vergessen, vielleicht liegt es irgendwo nur dumm herum, aber ich glaube nicht. Ich hoffe mal, aber dann bis gleich und ciao.